Willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle etwas zu essen gekriegt und seid trotzdem nicht ganz beim Food-Koma angelangt nach dem Mittagessen, denn jetzt kommt ein wichtiger und spannender Beitrag von Denis Strassner und Maximilian Becker, wie ihr es da so seht, dem ersten und dem zweiten Maintainer des Test- und Assessments. Und nachdem das letzte Jahr ja viel passiert ist in diesem Bereich, ist es Zeit für ein Status-Update. Und damit übergebe ich an Denis, so wie es aussieht. Ja, besten Dank, Stefan. Wir wollen heute kurz und knackig ein wenig was zum Test und Assessment sagen, wie wir das nächste Jahr sehen und auch die Zukunft darüber hinaus. Uns kennt man vermutlich schon länger, Max noch viel länger als mich vielleicht. Ich bin an der Uni Hohenheim, für diejenigen, die es noch nicht wussten, im Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum angestellt für die ILIAS-Administration und die Bindung zur ILIAS-Community und bin ja seit Anfang 2021 First Maintainer des Test and Assessments. SIG-EA-Leiter bin ich seit 2018 in Luzern gewählt worden. Und Max ist bei der Databay AG, das dürfte allseits bekannt sein, ist Second Maintainer seit 2013 und widmet sich dem Test and Assessment wieder umfänglich seit dem ILIAS 6 Beta, wo er dann das für das Bugfixing eingesprungen ist und nach Release ILIAS 6 dann auch weiterhin uns erhalten geblieben ist und jetzt immer mehr sich wieder aktuell einarbeitet bzw. eingearbeitet hat. Genau. Was zu meiner Maintainerschaft, Anfang 2021 war das gedacht als kommissarische Übernahme, nachdem Björn Heiser ja langfristig ausgefallen war und das eher vakant war und wir dann über regelmäßige Schufix-Entscheidungen irgendwie versucht haben, voranzukommen im bestehenden Test und Assessment. Das ist jetzt aber durch die Kommunikation des TB nicht mehr kommissarisch, sondern eher eine langfristige Maintainerschaft angedacht. Die Uni Hohenheim hat sich da klar dazu auch ausgesprochen, dass ich diese Aufgabe ausfüllen und entsprechendes Zeitbudget zur Verfügung gestellt bekomme, sodass man sich für die Aufgaben, für die ich zuständig bin, mich auch entsprechend widmen kann. Genau. Das ist durchaus so gedacht, dass wir hier die Aufgaben, die ich auch schon, glaube bei der SIG-EA-Sitzung im Frühjahr und auch bei der letzten DEFCON wurde es angesprochen, übernehme, wie gesagt, weiterhin fortführe. Das heißt, Kommunikation, Konzeptionsgespräche mit Leuten zu Features zur Zukunft, Mantis-Bug-Reports sichten und bewerten, die ganzen Vertretungen in den einzelnen Gremien, die wir haben, kommen wir später noch drauf zurück, werden durch mich wahrgenommen und ich hole immer Max dann da dazu, wenn es um das Technische geht und ich nicht mehr weiterkomme. Genau, und Max hat auch eine eigene Maintainerschaft-Folie. Das darf er gerne selber sagen. Ja, Databay ist eingesprungen als Not am Mann war. Wir mussten ein Release aus der Tür bringen, ein zweites, ein drittes. Und das, was passiert ist, Databay hilft hier der Community gerne aus. Wir sind ganz bewusst nicht aufgerückt, um First Maintainer zu werden. Wenn es jemanden gibt, der das übernehmen möchte, von mir, also auch codeseitig, da wird Databay den Weg frei machen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, es macht schon durchaus Spaß, mich wieder mit dem Test und Assessment intensiver auseinanderzusetzen. Das ist immer noch Code, der ist so hässlich, den kann nur eine Mutter lieben.
Aber das ist auch eine interessante und langfristige Herausforderung, an der ich sehr viel Freude habe. Ja? Es ist eine neue Einarbeitung, das heißt, das wird sich noch ein bisschen ziehen, bis man da irgendwie noch schneller, noch bessere Ergebnisse auch sieht. Das ist mir bewusst, das betone ich auch immer wieder. Aber es macht Freude und DataBay macht das so lange, wie es gebraucht wird. Genau, und wir sind ja auch alle froh, dass DataBay und du, Max, da eingesprungen seid und hoffen, dass du uns lange erhalten bleibst. Wir haben uns dann zunächst einmal, das dürfte den meisten klar sein, dem Bugfixing gewidmet. Wir haben einen Schwerpunkt auf die E-Klausuren gesetzt. Insbesondere, weil wir durch Corona in vielfältigen Institutionen gezwungen waren, auf die Schnelle althergebrachte Prüfungsformen zu ersetzen. Und da ist dann natürlich den meisten eingefallen, oh, wir haben ja ein ILIAS als LMS. Wir könnten ja jetzt neue E-Klausuren machen, sei es jetzt in weit auseinandergezogenen Präsenz-Settings oder als Online-Setting. Und entsprechend hat sich dann daraufhin auch die Taskforce EA Bugfixing darauf fokussiert. Wir haben zahlreiche Bugs identifiziert, die störend waren, wurden auch geschlossen inzwischen. Es gab auch einige Pull-Requests zum Schließen von Bugs. Die nehmen wir auch gerne weiterhin an. Wir hatten es in dem vorhergehenden Slot auch dazu, dass Pull-Requests natürlich trotzdem Arbeit für die Maintainer bedeuten. Der Code muss angeschaut werden, muss getestet werden. Aber natürlich helfen PRs auf dem Weg dorthin zur schnelleren Bugbehebung durchaus. Oder es sind zumindest eine Diskussionsgrundlage, um darüber zu sprechen, wie ein Bug angegangen werden kann. In den anderen Bereichen des Tests, der sehr umfangreich ist, sind durchaus noch viele weitere Bugs vorhanden, die aber natürlich jetzt unter dieser Schwerpunktsetzung nicht priorisiert wurden, die aber durchaus auch noch angegangen werden müssen. Aber das Ganze ist ein Prozess, den wir jetzt im Laufe der Zeit abarbeiten müssen, den wir angehen müssen, wo auch von der Community signalisiert werden muss, was durchaus weiterhin noch störend ist oder was einen an der Durchführung der eigenen Settings mit dem Test behindert oder was das Ganze unmöglich macht mit den ganzen Ideen, die sonst noch von Lehrenden aufkommen. Das letzte, würde man sagen, halbe Jahr war auch noch die PHP 8 Refaktorierung für ILIAS 8 ein großes Thema von Max im Test und Assessment. Das Projekt ist ja dann gestartet und glücklicherweise hat das die Uni Bern und die Uni Hohenheim in großen Teilen den Teil übernommen, der für das Test und Assessment aufgerufen wurde, aber das durchaus noch gut wäre, wenn wir hier weiteres Funding hätten. Aber Oliver spricht da ja schon im Rahmen seiner Projektmanagement-Tätigkeit alle möglichen Institutionen an. Und man kann auch schon sagen, dass Max selber schon ein ganzes Stück gegangen ist im Rahmen dieser Refaktorierung im Test und Assessment. Er hat da schon viel angefasst. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass er aktuell an einem Punkt angekommen ist, wo er auch von anderen Maintainern abhängig ist, beziehungsweise deren Refaktorierungstätigkeiten und deren Services, weil er ja natürlich nicht in deren Services eingreifen möchte, aber erst weitermachen kann, wenn die auch soweit sind und ihre Arbeit im Rahmen dieses Projekts erledigt haben. Was jetzt schon klar ist, dass wir im angestrebten Community-Testing vermutlich dann in der Beta-Phase viele Bugs zutage fördern werden. Wenn man den Code einmal auf links dreht, dürfte es nicht überraschen. Was man auch festhalten muss, ist, das PHP 8-Projekt im Gesamten für ILIAS 8 keine komplette Refaktorierung bedeutet, auch nicht im Test and Assessment.
Es bedeutet aber auch nicht, dass wir nur uns das Ziel gesetzt haben, Arsch über Latte die ganzen Must-Packages zu erfüllen, sondern auch, wenn möglich, dort auch, wenn was angefasst wird, es deutlich zu verbessern. Dank Marvin Beim haben wir inzwischen auch 700 neue Unit-Tests im Test and Assessment. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil, der notwendig ist. Max hat das formuliert als ein Anfang bzw. ein Fundament für die Zukunft und dass Marvin auch eine Testklasse für Unit-Tests als Grundlage geschrieben hat. Ja, darf ich da kurz rein das ein bisschen aufklären? Also was der Marvin gemacht hat, ist, er hat für alle Klassen im Test, also nicht bei Test-Question-Pool, sondern im Test, die Klassen geschaffen mit jeweils ersten Unit-Tests darin, für jede korrespondierende Klasse, die wir da haben. Das bedeutet, der Widerstand, dieser Boilerplate-Anteil, den man dann ja leisten muss, wenn man eine neue Klasse anfangen möchte zu testen, der ist getan. Wenn man heute eine Sache testen möchte, wenn man einen Test schreiben möchte, dann ist im Prinzip das Haus schon gebaut und man muss es jetzt nur noch mit weiteren Tests dekorieren. Das dürfte die Hürde, mal schnell einen Test dazu zu schreiben, massiv senken. Das macht die Tür auch auf für viele andere, die da vielleicht Interesse dran haben, mal einen Test zu schreiben und den per Pull-Request zur Verfügung zu stellen. Das ist also die Infrastruktur für weitere Testabdeckung ist damit geschaffen worden. Genau, und wenn ich Max richtig verstanden habe, würden wir es schon gerne auch sehen, wenn weitere Unit-Tests auch per Pull-Request an uns gestellt werden würden, sodass wir auch auf der Ebene weiterkommen. Wird nicht immer ein Kollege verfügbar sein, der jetzt nochmal 700 neue Tests schreibt. Wenn wir uns anschauen, wohin wollen wir in die Zukunft gehen? Wir haben von, ich glaube, in der im Einführungslot von Matthias gehört, dass es durchaus einige Maintainer gibt, die eine Roadmap MD pflegen. Mein Plan ist schon, noch vor Weihnachten einen ersten Entwurf dafür online zu stellen. Wir haben da auch schon einige Punkte, die wir beim Showfix besprochen haben, die da dann drauf sollen und wo wir dann langfristig hin wollen. Aber im Moment ist natürlich auch ein starker Fokus darauf, das ursprüngliche Ziel des Splitting-Up-Projekts von 2018 umzusetzen. Das heißt, die Aufteilung im laufenden Prozess des Codes, entsprechende Schnittstellen einzubauen, an die andere andocken können. Und wir haben klar festgestellt, das ist ja in den letzten 2 Jahren deutlich geworden, dass hier ein weiteres Risiko besteht, wie bei allem in der ILS-Entwicklung. Aber Max und das CB und Matthias und auch ich denke, dass wir zusammen dieses Ziel erreichen können, so wie wir in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben. Allerdings muss man schon festhalten, ich habe das gesagt, das ist eine Arbeit, die nur im Prozess erfolgen kann, also kontinuierlich. Und dass halt ein Rundumschlag von uns nicht möglich ist. Denn das ursprünglich gecrowdfundete Projekt ist gescheitert. Das gecrowdfundete Geld ist nicht mehr vorhanden. Damals wurden 80 PT angesetzt. Die können wir zwei nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Man muss das auch mit den anderen Aufgaben entsprechend in Einklang bringen. Was uns zu ILAS 9 führt, während die ganze Aufteilung weiterhin stattfinden soll, immer dann, wenn Code angefasst wird im Rahmen von Bugfixing, im Rahmen von kleinen Änderungen, die konzeptionell notwendig sind, bei kleineren Features, die Konzeptlücken, wie sie Oliver heute in dem Slot zum Bugfixing-Release genannt hat,
immer dann können wir was angehen. Wir wollen keine neuen Features verbieten, aber der Umfang von Features und auch die Funktionen müssen zu den langfristigen Zielen passen. Wir wollen die bisherige Funktionalität so gut es geht erhalten und auch entsprechend die Funktionalität sicherstellen und aber auch den Code stetig verbessern und ebenso auch die Community mitnehmen im Sinne von, wir wollen keine Leuchttürme, einzelne Leuchttürme haben, sondern es muss die Grundfunktionalität muss für alle Anwender in großen Teilen passen. Genau. Entsprechend würden wir uns auch kein Feature-PRs sperren. Man muss natürlich sagen, wenn ein Feature mit Pull-Request reinkommen soll, gibt es natürlich die üblichen Anforderungen, die an neue Features sowieso gestellt werden. Surefix muss zustimmen, wir als Maintainer müssen zustimmen und auch die Community muss zustimmen. Und das sehen wir auch als wichtigen Punkt an. Derjenige, der den PR gestellt hat, muss natürlich auch Verantwortung für seinen Code übernehmen. Es kann nicht sein, dass er irgendwie einen Codebatzen hinwirft und dann nach abtaucht und wir dann an diesem Code dann sozusagen. Wenn ich da auch nochmal ergänzen darf. Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn Maintainer, das ist durchaus ein Plural, der nicht nur mich bezeichnet, Features machen, für die sie noch nicht bereit sind. Das heißt, ich sage mir auch bei diesen Features und auch bei PRs, wenn sie kommen, das muss für mich mit dem Level der Einarbeitung korrespondieren, dass das handhabbar ist. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich große Monster-Features kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, lass uns das Risiko für die Komponente nicht auf uns nehmen, wenn wir danach hier etwas drin haben, was dann erstmal oder auch noch nicht wartbar erscheint für mich. Ja, das mag man als eine meiner Schwächen jetzt so sehen, das ist auch eine, ganz klar. Das kann sich nur über die Zeit abbauen. Bloß weil etwas technisch theoretisch möglich ist, wird das nicht dazu führen, dass ich nochmal, wie das in der Vergangenheit gewesen ist, Dinger mache, die zu groß sind. Und wir haben danach mehrjährige Bugfix- und Rekonzeptionierungsphasen, bis dann irgendwas vernünftig dabei rauskommt. Das Primärziel ist immer noch, dass wir versuchen, in jedem Release und zu jedem Zeitpunkt ein einsatzfähiges E-Assessment-Tool in ILIAS zu haben. Dieses Ziel muss wichtiger sein und bleiben, als jedes Risiko, ein egal wie sexy Feature irgendwie da reinzuprügeln. Wir haben Wünsche an euch, die wurden vom TB auch so ein bisschen mitgetragen. Wir machen das vielleicht noch etwas deutlicher. Wir wünschen uns auch weiterhin von euch unterstützt zu werden. Wir sind jetzt nicht unbedingt Einzelkämpfe, sondern wir können das nur gemeinsam klären. Es gibt ja jetzt seit einigen Monaten die Taskforce AR Bugfixing. Dort wird sehr konstruktiv über bestehende Bugs gesprochen, was da eigentlich genau das Problem darstellt, was ein Ausweg sein kann auf konzeptioneller Ebene, nicht zwangsläufig Code, und auch wie man die priorisieren muss. Und meines Erachtens hat es dort sehr gut funktioniert, die Arbeit, um klar zu machen, okay, hier drückt uns der Schuh, hier ist das Problem. Wie können wir das beheben? Müssen wir hier an Settings gehen? Müssen wir hier Dinge neu einführen? Müssen wir hier irgendwas weglassen? Das ist wirklich wichtig, dass auch dort die Taskforce weiterhin alle 2 Wochen, immer donnerstags nach dem Surefix, dort die Probleme löst. Wir haben zukünftig auch weiterhin diesen Workshop Splitting Up Test and Assessment. Der nächste findet am 22. November, das ist ein Montag, statt 14 Uhr. Den hat Matthias
ausgerufen, den Workshop zusammen mit mir, wo wir über die zukünftige inhaltliche Ausrichtung sprechen wollen. Also wo können wir die die Funktionalität des Tests und Assessments verbessern? Wie arbeiten wir da zusammen? Welche Interessengruppen gibt es da? Im Moment ist es geplant, die weiterhin alle 4 Wochen stattfinden zu lassen. Müssen wir mal schauen. Wenn es dann konkrete Konzepte und Feature-Workshops gibt, dort gerne mitarbeiten. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir brauchen die Meinung von verschiedenen Institutionen, wie dort der Test eingesetzt wird. Und entsprechend können wir dann dort zusammen zu einem runderen Test kommen. Und natürlich weiterhin die Finanzierung von Entwicklungskapazität. Das kann Max sein, das können aber auch andere Entwickler sein, die entsprechende Dinge per Pull-Request hereingeben oder in Zusammenarbeit mit Max und Databay. Und auch weiterhin der Finanzierung des entsprechenden Bugfixing-Budgets. Da sind wir für 2021 noch relativ gut aufgestellt, würde ich behaupten, wenn ich mir unsere Datensammlung in der Taskforce anschaue. Möglicherweise in 2022 sieht es anders aus, sondern Oliver äußert das ja immer wieder. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe, Ressourcen zu bekommen. Auch 22, 23, 24, 25 werden wir dahin weiterarbeiten müssen. Genau. Das sind unsere Wünsche. So, ich sehe, dass im Chat eine eifrige Diskussion stattfindet. Zur Wartbarkeit und neuen Features. Mirko, du hast dir in dieser Session ein kurzes Statement und eine Erklärung zur Ablehnung des ASQ gewünscht. Dazu verweise ich auf den Slot mit Matthias und Stefan Winneker ab 15.30 Uhr zum allgemeinen Ilias Development. Die Ablehnung kam aus dem TB und vom Produktmanager. Wahrscheinlich wird da eher der Raum sein, um dazu was zu sagen. Genau, und die Arbeit in der Splitting-Up-Gruppe geht weiter, habe ich ja gesagt. Wir schauen uns entsprechend an in der Splitting-Up-Gruppe, wie das inhaltlich weitergehen kann. Ich glaube, gerade was die Splitting-Up-Gruppe angeht, so oder so hatten wir oder haben wir die große Herausforderung für das Test und Assessment, eine Spezifikation zu schaffen. Das heißt, ganz viel, was auch im Bereich Bugfixing heute stattfindet, hat mit Konzeptarchäologie zu tun. Da werden dann alte Feature-Wiki-Einträge rausgesucht. Wie könnte es denn gemeint sein? Was hat man sich denn möglicherweise dabei gedacht? Gibt es bestimmt oder möglicherweise eine Motivation, warum bestimmte Dinge heute so sind, wie sie sind? Das sind zum Teil Erkenntnisse, verborgenes Wissen, Entscheidungen, die irgendwo auf Wegen getroffen wurden, die uns heute so nicht mehr offen stehen. Das müssen wir erforschen. Ich glaube, dass die Splitting-Up-Gruppe ganz wesentlich dazu beiträgt, dass wir zu so einer Spezifikation perspektivisch kommen und eben nicht mehr bei Eingang eines Bugs, bevor wir uns die Frage stellen, wie reproduziert sich das, könnte das eventuell gewolltes Verhalten sein. Wenn wir alleine schon mal die Frage loswerden, die ganz, ganz viel Sand im Getriebe immer wieder ist bei der Behandlung von Bugs, da ist die Splitting-Up-Gruppe auf jeden Fall, auch wenn sie gar nicht für das T&A Classic, über das wir hier ausschließlich sprechen, gemacht wurde, da leistet die trotzdem einen erheblich wertvollen Beitrag, finde ich. Genau, die Gruppe wurde ursprünglich
angedacht, um überhaupt über zentrale Fragen des Tests und Assessments sich klar zu werden. Was ist überhaupt eine Frage? Welche Szenarien werden mit dem Test abgedeckt? Welche Szenarien können noch nicht abgedeckt werden? Welche zukünftigen Aspekte, also wir haben ja den großen den Slot von Fabian Zesterhen und der AGI-Klausur am Freitag bei der Konferenz, wie eine zukünftige E-Klausuren-Verwaltung und auch Durchführung aussehen müsste, welche Tools und Elemente es bräuchte, sind natürlich auch Produkt dieses Workshops. Und solche Dinge brauchen wir natürlich zukünftig auch, um erstens Spezifikationen zu haben und auch zweitens zu sehen, an welchen Punkten es im Moment noch scheitert. Ja, nur ganz kurz, weil ich auch um zwei dann raus muss, damit wir und der Gruppe nämlich noch unseren Vortrag final besprechen für den Freitag, würde ich nur ein Plädoyer hier jetzt schon gern loswerden, weil das auch, glaube ich, sehr gut passt zu dem, was ihr gesagt habt, ne? Dass man nur gemeinsam an dieses Ziel kommt und dass wir eben hier diesen Konflikt jetzt haben zwischen Assessment und neuen Features und wir ja dann jetzt, sage ich mal, mit der AGE-Klausuren als Subgruppe, für die, die das nicht wissen, von der Splitting-Up-Gruppe, mit einem ganzen Haufen Anforderungen kommen, sozusagen. Ne? Mach mal hier, mach mal schöner, mach mal größer und dann sehe ich den Max schon, dass der Bart noch länger wird, mach mal komplizierter, mach mal weniger wartbar. Und weiß ich nicht. Also das ist jetzt salopp so gesagt. Ich will darauf hinaus, dass wir eben genau an diesem Punkt jetzt sind, wo wir vor dieser Herausforderung stehen, auf der einen Seite die Spezifikation zu verbessern, damit es generell wartbarer wird. Auf der anderen Seite aber auch können wir uns, da bin ich bei Marco und anderen, keinen Stillstand wirklich erlauben in Ilias. Das Ding muss vielleicht nicht in jedem Release direkt die Monstersprünge machen, aber wir müssen, glaube ich, schon dahin kommen, und da seid ihr ja dann auch auf dem Weg dahin über eine Roadmap und andere, wie unser Ziel nach außen auch zu kommunizieren und deutlich zu machen, dass es irgendwie weitergeht. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Nichts wäre jetzt schlimmer, die nächsten 2, 3, 4 Release, wenn die Leute das Gefühl haben, da passiert viel, also gar nichts, weil, sag ich mal, nur im Hintergrund viel refactored wird, aber man sieht halt vorne als Nutzer nichts. Also ganz deutlich, ja, alle habt gesehen, was das für ein Großunfall geworden ist, als ich viel zu früh die Ilias-EA-Projekt umgesetzt habe. Ich werde das nicht noch einmal riskieren, euch so eine Grütze vorzusetzen. Das Zweite ist, dass wir natürlich durch das Bugfixing sehr wohl Features aktivieren. Das sind nämlich diejenigen Features, die man im Moment nicht nutzen kann, weil sie zum Teil auch historisch noch defekt sind. Das darf man nicht vergessen. Also das Ilias Test und Assessment wird dadurch besser, dass wir Dinge nutzbar machen, von denen einige bisher nur glauben, dass sie da sind und ganz viele sie nicht benutzen, weil die Sachen zum Teil Probleme machen. Ich bin auch nicht dagegen, Features zu machen, aber ich werde von der sehr konservativen Haltung, dass das Feature zu meinem Skill-Level im Test und Assessment passen muss, schlicht nicht abrücken, weil dann steckt da ja auch wieder Database dahinter und die grundsätzliche Leitlinie für mich, ja, wir helfen, wir bringen das Test und Assessment durch die Releases durch. Es ist auch sicherlich wichtig, dass wir mal Features machen, aber ob das die ganz großen Würfe sein werden, kurzfristig auf keinen Fall. Mittelfristig wird man sich da sicherlich nochmal mit auseinandersetzen müssen. Aber der Stand jetzt ist, ich bin für euch alle da schlicht und ergreifend vorsichtig. Und das ist nichts Persönliches, was weitergeht als mein persönliches Wohlbefinden auch. Denn ich stand ja schon einmal auf dem Scheiterhaufen für den Quatsch, den ich gemacht habe. Das wird einfach nicht noch einmal passieren. Genau, konservative Weiterentwicklung war, glaube ich, das Stichwort, das wir festgehalten haben. Marco.
Ja, mir macht dieses Stichwort konservative Weiterentwicklung nicht unbedingt Mut. Also ich kann dem natürlich folgen, Max, was du sagst. Das ist deinem, ich glaube, das ist ein bisschen verklausuliert jetzt, in deinem Skill-Level da entsprechen muss. Also ich glaube, da stellst du dein Licht unter den Scheffel. Das halte ich für ein komisches Argument. Ich glaube nur, dass wir uns das wirklich nicht leisten können, wenn das in der Praxis nachher so läuft, wie du das jetzt darstellst. Weil erzähl das mal den Leuten, die hier E-Klausuren schreiben wollen, warum sie mit jedem anderen System mehrere Fragen auf eine Seite kriegen und mit ILIAS das vielleicht mit ILIAS 11 hinkriegen können. Das funktioniert nicht. Das sind reale Herausforderungen. Ich kann das total nachvollziehen, dass wir dadurch, dass Björn krank geworden ist, dass da vieles in Gang getreten wurde, was jetzt schwierig ist. Ist auch kein Geheimnis, dass ich die Prozesse im ASQ jetzt unterirdisch fand, was da passiert ist. Und ich sag aber, wenn ich jetzt höre, dass es jetzt schon gesagt wird, naja, also ich kann immer, wir haben immer das Generalveto, wo jetzt du, Max oder Dennis oder wer auch immer sagt, nee, ist nicht so, machen wir nicht, dann wird das extrem schwierig. Und die Leute gucken sich jetzt schon um. Und ich sage nicht, dass wir die Riesensprünge machen müssen. Aber wenn es wirklich so kommt, wie es sich jetzt anhört, dann macht es mir keinen Mut, weil ich stehe hier an der Front, wie viele andere auch von uns, die mit den Dozentinnen und Dozenten zu tun haben. Und die wollen beim Korrigieren eine grundlegend bessere Funktionalität haben. Die wollen bei der Testabspielung eine grundlegend bessere Funktionalität haben. Und nicht, dass irgendein verborgenes Feature jetzt dann mal funktioniert. Ich weiß, das überspitzt gesagt. Und ich schätze das sehr, dass ihr Bugfixing betreibt. Ich will das nur unterstreichen. Also ich würde mich bei dieser Komponente eben nicht ganz grundsätzlich nicht für das Konservative weiterentwickeln und mal hinten gucken und auf ILIAS 11 hoffen. Machst du denn in die Telefonzentrale, wenn die Leute anrufen, weil das Ding vollständig auf die Bretter geht? Also das muss es ja nicht. Das ist doch jetzt Doomsday-Talking. Moment, aber jetzt kommt die andere Sache. Ganz, ganz deutlich gibt es keine Sperrung, aber auch gegen Pull-Requests. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja durchaus Perspektiven, dass weitere Entwicklungskapazitäten kommen. Wir sehen ja auch jetzt schon, dass mehr Pull-Requests gegen das Test und Assessment gestellt werden. Und die Sachen gehen ja auch durch. Manchmal, und das sage ich ja auch ganz deutlich, wenn jemand einen Pull-Request stellt und ich begreife, was da drin passiert, dann hätte mir vielleicht so jetzt gerade gefehlt, da selber drauf zu kommen. Aber wenn ich es dann sehe und verstehe, ja, nein, wir sind für alles offen. Auf der anderen Seite, nein, glaube ich, ist der Weg im Moment konservativ zu sein. Das Maintainer-Prinzip, so wie wir das hatten, das dann zuletzt eben so aussah, dass nur ein Maintainer sich mit dem Ding auskannte und beschäftigt hatte und der Second Maintainer sich überhaupt nicht um Dinge kümmern konnte, auch wirtschaftlich, hat zu der Situation geführt, vor der wir jetzt stehen. Und die ist halt furchtbar. Ja, die ist halt furchtbar. Und deswegen, was wir hier machen, hat primär wirklich das Ziel, das irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, und dass wir hoffen, dass wir da rauskommen irgendwann, aber wir werden es nicht hetzen. Ja, wenn ein Entwickler sich das zutraut und das machen möchte, dabei bleibt es, machen wir keinen Blocker. Es geht hier nicht um eine Blockadepolitik. Wir machen den Weg frei, wenn da jemand ist, der Entwickler, der die Unterhose über den Leggings trägt. Absolut. Und er muss noch nicht mal qualitätsgeprüft sein von mir. Also das ist nicht, dass ich dann da beiseite trete oder dass ich das bewerte, ob jemand besser ist. Das muss am Ende nur jemand von sich selbst behaupten oder kann es haben. Ja? Aber wir können auch nicht sagen, wir müssen jetzt große Features machen, damit wir auf einer Feature-Liste was draufstehen haben oder damit wir bestimmte Dinge quasi befriedigen können, die da draußen gewollt werden, wenn wir auf der anderen Seite wissen oder fürchten müssen, berechtigt, je nach Umfang der Sache, das fällt uns auf die Füße. Ja, das muss abgewogen werden. Und das ist, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Versprechen, was ich euch heute geben kann. Ich denke, der Dennis wird mir da zustimmen und auch das Technical Board und wer im Jurfix da ist. Wann immer solche Entscheidungen getroffen werden, werden sie transparent getroffen. Und das Letzte, was wir tun werden, ist, dass wir einfach hingehen und sagen, nö. Ja, das wird im Zweifelsfall
dann transparent geschehen und sehr wohl begründet sein, hoffentlich sogar mit aufgezeichneten Wegen, wie man trotzdem anders irgendwie dahin kommt. Aber das ist kein Kaiserveto, der Daumen geht nach unten und dann friss oder stirb, sondern findet alles immer im Dialog statt. Das alles findet immer unter euren Augen statt und nirgendwo sonst. Wir haben noch ein Meld von Jochen. Ja, ich hätte noch eine Frage, die zieht auch so ein bisschen in die Richtung. Also ich finde das toll, der Max arbeitet sich da immer weiter ein. Ich kann aus Entwicklersicht auch diesen konservativen Ansatz super verstehen. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, dass wir irgendwann potenziell in das gleiche Problem wieder reinlaufen. Also wir haben zwar jetzt zwei sehr starke Schultern, auf denen das gerade bei Max vielleicht liegt, aber es sind halt nur zwei. Und die Gefahr, dass aus irgendeinem Grund, sehen wir mal positiv, der Max bekommt irgendwoher ein Top-Angebot, wo er viel glücklicher wird als in der Ilias-Community, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, dass er irgendwo glücklicher wird, aber irgendwas kann halt passieren und er ist nicht mehr da und dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem und dann sagen wir wieder, ah nee, das gibt jetzt nichts, weil jetzt muss wieder ein Entwickler sich da erstmal einarbeiten. Also gibt es irgendwo Potenzial, dass da mehr Leute sich zumindest mit einarbeiten? Das kann, da ist ja schon das Problem. Also das kann jeder tun und die Tür dafür ist von unserer Seite her dadurch offen, dass wir sagen, wir arbeiten gerne mit jedem und eben auch mit Pull-Requests. Das heißt, wenn jemand sich einarbeiten möchte und vielleicht, weiß ich nicht, ist das kein Lottogewinner, sondern jemand, der irgendwo finanziert sitzt und der sagt, ich möchte Bugfixing machen, der kann sich zum Beispiel damit anfangen, gerne an uns wenden. Und wir helfen dann auch sehr gerne jemand anderem oder auch vielen anderen, sich einzuarbeiten. Und wenn jemand sagt, meine Institution hätte gerne folgendes Feature, ich habe hier einen Pull-Request erarbeitet, dann wird der gereviewt. Je nach Umfang, mit oder ohne ein bisschen Funding. Und im Endeffekt wird das dann ja dazu führen, dass die Kompetenz sich weiter ausbreitet, weil wir eben ganz bewusst nicht wie die Glucken auf dem T&A sitzen, sondern wirklich sagen, jeder, der was beitragen möchte, ist da willkommen. Wenn also eine Institution sagt, so, wir haben hier jetzt irgendwie noch Geld übrig und können hier einen an die Entwicklerei ransetzen, das ist in letzter Konsequenz, ist es immer Geld, das übrig bleiben muss, weil das kaum jemand als sein Hobby betreiben wird. Wenn das jemand ist, der sagt, ja, ich möchte mich da einarbeiten, ich schreibe mal ein paar Unit-Tests oder arbeite dich da ein, schreibe ein paar Unit-Tests, schickt die PRs. Wir sind dafür offen und wollen auch helfen. Das ist alles verständlich. Was mir dann an der Stelle tatsächlich fehlt, das ist jetzt kein Vorwurf irgendwie an Databay, das würde für alle anderen Firmen genauso gelten. Also vom Konstrukt her ist es einfach so, es hängt an irgendwo dann immer an deiner Person. Ne? Also wenn wir jetzt irgendeinen Bug haben, der alle Hochschulen irgendwie betrifft und sind gerade in der Klausurphase und Databay sagt, ach, der Herr Becker will aber gerade mal 3 Wochen in Urlaub und der ist dann gerade in Urlaub, dann passiert die 3 Wochen nichts, weil wir es nicht in den Kern reinkriegen. Das ist so. Das ist das Furchtbare an der Situation jetzt. Und auch dazu kommt, dass ich jetzt ja kein Fernreisender bin und meine Urlaube meistens dann doch irgendwie erreichbar verbringe, aber das ist nicht die Antwort. Das Problem liegt, genau. Das liegt ja schon in der Vergangenheit. Der First Maintainer hatte ja eine gewisse Protektion darüber, historisch, was die ganze Beauftragungsgeschichte angeht. Und das hat ja dazu geführt, dass nicht nur beim Test und Assessment, sondern auch an anderen Stellen diese Second Maintainer da irgendwo drinstehen und in der Regel eigentlich keine Möglichkeit haben, sich mit ihren Komponenten als Second Maintainer zu befassen, außer sie tun es hobbymäßig oder in Form von irgendwelchen Investitionsgedanken. Ja? Mhm. In der Hoffnung, / Erwartung, dass der First Maintainer dann irgendwann mal sagt, nee, du kannst hier mal einen Auftrag übernehmen oder irgendwie solche Geschichten. So aus der Historie heraus war ich ja ein Second Maintainer, als der Björn noch bei Databay war. Da haben wir uns Aufgaben geteilt, das haben wir ja alle noch miterlebt. Als es da zu dem Bruch gekommen ist unter Björn mit der Maintenance, die Databay AG verlassen hat, war es natürlich nicht mehr so, dass wir dann da quasi über den Schreibtisch bzw. über den Flur hinweg das hatten.
Aber selbst da wären wir ja nur zwei gewesen. Der Weg heute ist irgendwie, wenn jemand Interesse hat, fördern, damit irgendwann das nicht nur ich bin. Aber ich kann auch nicht jetzt hingehen und irgendwie meinen halben Kopf hier auf einen USB-Stick ziehen und irgendwo hochladen und jemand anders tut es sich drauf. Ja, das ist ein Prozess. Nein, dass du uns jetzt die Lösung nicht auf dem Silbertablett servierst, das ist klar. Ja, dass es jemand tut. Also jemand muss sich dann auch damit beschäftigen und einarbeiten und sagen, ich will. Ja, und ja. Und da haben wir ja auch gesehen, als diese lange Vakanz der First Maintenance offen war, waren es ja nicht Züge von Bewerbern, die eingefahren wurden zum Jofix. Ja. Wir hatten noch ein Meld von Stefan Winneker. Es ist schon eine Weile her. Alex hat zu einem schönen Teil auch aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco, jetzt aber an der Hochschule Luzern. Wenn ich die Reaktionen unserer Dozierenden anschaue, dann verzichte ich lieber auf ein Feature dafür, dass zum Beispiel eines, das wir repariert haben, die Korrekturfunktion so funktioniert, dass ich nicht jedes Mal 25 Minuten warte. Das hat bei uns zu viel mehr Radau geführt. Da verzichten Sie gerne auf 5 Dinge. Das ist das eine. Und ich glaube, die Botschaft, ich möchte das nochmals unterstreichen, ist, glaube ich, wirklich, wir machen das zusammen. Wir müssen vorwärts schauen. Wir sehen, dass es Baustellen gibt. Also Max hat es jetzt sehr gut aufgezeigt und er haltet ja die Wunde auch dahin, also die Hand auch in die Wunde. Nur haben wir die Silver Bullet, wie es auf Englisch so schön heißt, die Lösung für all diese Probleme gesucht und bis jetzt nicht gefunden. Und wir haben jetzt einen pragmatischen Weg, um vorwärts zu gehen, von dem wir glauben, dass er vielversprechend ist, von dem wir wissen, dass wir noch Baustellen haben oder ich glaube, ich spreche im Namen von Dennis und Max und von mir selber, wir wissen auch, dass wir Dinge zu tun haben. Wir wissen, dass nicht alles perfekt ist. Ich glaube auch nicht, wir dürfen uns die Situation auch nicht allzu schwarz reden. Ich weiß, das ist einfach. Aber es gibt doch vieles, das funktioniert. Und es gibt vieles, das auch ständig besser wird, und diesen Weg weiter fortzuschreiten. Das ist, glaube ich, im Moment die Entscheidung. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns am weitesten bringen wird. Ich sehe da die Frage von Carola, gibt es denn noch irgendeinen Weg vom T&A Classic zu ASQ und neuen Testplayern, der den zweifellos schwierigen Performance- und Stabilitätsanforderungen in Rechnung tragen kann? Wir haben im Ilias Core einen Ordner Services ASQ. Und darin ist die damals von vielen Stellen für gut befundene Konzeption drin, dass wir dieses Splitting Up mit Hilfe von Interfaces und Verträgen machen. Das Ziel von uns ist, dass wir das tatsächlich wieder aufgreifen, neben dem Neuentwickeln von Komponenten gibt es im Bereich der Softwaresanierung, da gibt es viel interessante Literatur zu, eben die Möglichkeit, eben über solche Interfaces eine Abtrennung zu schaffen. Und möglicherweise wird es eines Tages möglich sein, dass ein Maintainer, der sich nur zum Beispiel mit den Fragen oder dem Test-Question-Pool befasst, sagt, ich stelle das technisch auf ganz andere Beine und mit Hilfe von Interfaces ist man so weit auseinander dividiert, dass das für den Maintainer von einem Test oder auch von drei Tests, wenn es soweit kommt, dann einen ganz geringen Impact hat. Da sind wir allerdings nun wieder ganz am Anfang. Da sind wir ganz am Anfang wieder. Also das Splitting Up würde jetzt im Grunde genommen mit und mit beginnen, indem man erste Interfaces, die da in diesem ASQ-Ordner skizziert sind, anfängt dann konkret zu definieren. Und das wird möglicherweise noch eine ganze Weile dauern, da wir da ja kein konzentriertes Projekt drauf machen können, auch eben wegen Kapazitäten, die zum Beispiel gerade in diesem PHP 8-Projekt gebunden sind. Ja.
Und ich meine, wer weiß, wie es da weitergeht. Also wir wissen ja nicht, was wann PHP 9 kommt und was um Himmels Willen in PHP 9 passieren wird. Wir wissen, dass wir zwischen PHP 7 und PHP 8 eine, wie ich finde, erstaunlich kurze Zeitspanne noch hatten.